Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich zeige euch heute mal, wie die Kleinen hier schon kräftig unterwegs sind. Die kleinen Kaninchenbabys. Die waren gestern schon, aber gestern habe ich kein Video hochgestellt. Und jetzt sind sie ordentlich hier schon in Gange. Die versuchen jetzt einen Kaninchenturm aufzubauen, sozusagen. Mal gucken, ob ihnen das so gelingen wird. Die sind hier am Hin- und Herflitzen, die Kleinen. Die kleinen Erdbewohner hier. Hoppala. Die sind auch schon sehr flink unterwegs. Die jumpen immer so ein bisschen. Das finde ich immer sehr, sehr interessant, sowas. Die sind sehr, sehr weich. Die kleinen. Da ist auch die Mutti. Ganz stolz auf ihren Nachwuchs. So deute ich es einfach mal. Die kleinen. Das eine will hier noch gesaugt werden. Na, die Mutter hat nicht so richtig Lust darauf. Da willst du gesaugt werden. Kleines Kaninchen. Da wieder eins. Jetzt kommt so die Phase, wo sie der Mutti keine Ruhe lassen, sondern ständig gesaugt werden möchten. Ich werde den jetzt gleich mal hier adäquate Sachen zum Essen geben. Mal gucken, ob sie heute auch schon ein Stück weit feste Nahrung zu sich nehmen werden. Die sind hier schon sehr gut in Gange. Ja, es ist ein sehr hübscher Wurf, rein vom optischen her betrachtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Zwei braune sind auch dabei hier, oder zwei etwas dunklere, wenn du es so möchtest. Eine ist hier wieder, die scheint wohl sehr hungrig zu sein. Ich werde ihnen jetzt einfach mal was zu essen geben. So, einmal Trockenfutter. Mal gucken, der sah schon sehr verdächtig aus, als wenn er gleich loslegen möchte hier mit der Essenszufuhr. Normalerweise müsste man jetzt, also immer in der Phase, wo die Kaninchenbabys immer nochmal gestillt werden möchten und im Prinzip die Mutti belästigen, wäre es eigentlich gut, nochmal so eine Ablagefläche ist der falsche Begriff dafür, aber wie so eine zweite Ebene im Prinzip einbauen, damit die Mutti sich auch mal in Sicherheit bringen kann, sich retten kann. Und halt nicht so von den Kleinen belästigt wird, kontinuierlich. So, mal gucken, ob die heute hier schon ein bisschen was zu sich nehmen werden. Die sind hier schon gut aktiv, hier die Kleinen. Die riechen und schnuppern. Aber scheint wohl, ah doch, da nimmt schon mal einer was. Ja, scheint, dass sie das erste Mal jetzt hier auch Essen zu sich nehmen. Die Kleinen. Die sind heute wie viele Tage alt? Ich blende es jetzt mal ein. Ich habe das gerade nicht im Kopf. Aber heute müsste, glaube ich, der 20. Tag sein, wenn ich mich nicht irre. Bin mal gespannt, was hier für Geschlechter bei rumkommen hier. Ich habe das Exemplar einfach mal aus Spaß einmal geprüft, aber es ist noch nicht so leicht, das festzustellen. Ja, scheint, dass sie jetzt wohl anfangen mit
mit der externen Essence zuvor, also externen Anführungszeichen, also außerhalb der Muttermilch. Ja, die Kleinen werden langsam selbstständiger und selbstständiger. Nun werden sie, essen sie hier allerlei sozusagen, alles was man ihnen hier anbietet. Darum werde ich jetzt auch gleich mal den Topf hier voll machen und dann mal zu gucken, was morgen früh da drin übrig geblieben ist. Da ist ja der Kleine oder die Kleine. Ja, für einen Wurf, der ungeplant gewesen ist, bin ich doch sehr zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist alles soweit gut gelaufen. Sie scheint hier auch eine sehr gute Mutti zu sein. Hat sie alles sehr gut gemacht. Die Kleinen sind gut in Gange, gut genährt, wohlauf. Alles optimal. Ja, das war mal so ein kleiner Überblick über die aktuelle Situation. Das erste Mal, wo sie jetzt quasi feste Nahrung zu sich genommen haben. Die waren zwar gestern schon gut im Stall unterwegs, aber heute noch ein Stück weit lebendiger. Also alles relativ gut, sage ich mal. Ja, ich hoffe, ihr fandet dieses kleine Update einigermaßen interessant. Und so lade ich euch auch ein, nächstes Mal einzuschalten. Abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn ihr es gemacht habt, dürft ihr euch gelobt fühlen. Dann habt ihr alles absolut richtig gemacht. Schenkt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Schreibt gerne was in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.